Ihr seid in Bluescreen, der Sendung, in der Fritz Computer kaputt geht. Nein, Quatsch, wir schauen uns jetzt mit euch zusammen als kleines Bonusvideo das alternative Ende oder das richtige Ende von Resident Evil 7 an, weil aber irgendwie der Unterschied gar nicht so groß ist als Video, ne? Genau, und dann werden wir danach kurz drüber reden. Aber jetzt schauen wir uns das erstmal an. Das ist, glaube ich, ein bisschen zerstückelt in die Elemente, um die es geht. Und wir schauen uns das auf dem GameStar YouTube-Kanal an, denn da gibt es das Video. Ja. Also, Abi. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Da ist jemand ganz unentschlossen. Mach halt! Also nach all dem, was ich jetzt weiß, würde ich noch weniger Ist Mia okay. heilen eigentlich. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Wie kann das das gute Ende sein? Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Wir sollten vor allem mal über ihr Haarspray reden. Ich denk's auch die Bist du ganze hierher Zeit. gelangt? Da steht kein Name dran, ne? Nee. Ich habe das auch recherchieren wollen für ein Video, das ihr auf Gamestar.de demnächst sehen könnt. Ist in Ordnung. Aber nichts gefunden. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Also? Bist du nicht zufrieden? Mami. Ich meine, das gibt natürlich jetzt deutlich mehr Sinn. Dass sie da angegriffen Dass werden. sie da jetzt angespült wird und da jetzt ist. Jetzt sind wir schon gesprungen, ne? Ganz ans Ende. Warum hassen mich alle? Tut weh! Tut weh! Tut weh! Verdammt! Verdammt! Was zur Hölle! Guck, der Spieler hat auch instinktiv zuerst versucht zu fliehen. Nur weil ich das gemacht habe.
Immer aufs Auge, ey. Das hätten wir da auch haben können an der Stelle. Ich hab gerade überlegt, wo hat sie denn das Maschinengewehr her? Man bekommt das, wenn man mit Mia in der Gegenwartssequenz aus dieser Kapitänskabine rausholt mit dem Schlüssel und dann in die Kiste tut. Also dann Hat Ethan die Sachen, ja. Okay. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Du bist nur ein kleiner Junge. Wer glaubt immer, dass diese Biowaffen eine gute Idee sind? Ja. Also... Familie. Oh, das ist schon geil, das irgendwie am Ende. Geil, dass man dann weiß, dass das auch ein Telefon ist. Schluss mit den Spielchen. Wir haben einfach geschossen. Ja, wir waren da nicht mehr so auf dem taktischen Level. Wobei das natürlich jetzt auch identisch war mit dem, wie wir es hatten, ne? Also auch der Text war nicht, was sie sagt, war nicht verändert an der Stelle. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Das ist wieder das Nebenhaus, ne? Mhm. Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Genau. Maxus Lemus.
Also muss man ehrlich sagen, dass das diese ganze Entscheidung ad absurdum führt. Ja. Warum baut man das ein? Ich meine, es ändert sich ja nichts. Ich meine, klar. Ja, gut, okay, klar. Also sie überlebt halt, ne? Also ändert sich schon. Ja, aber ist doch scheißegal. Wer ist sie denn? Ich kenne die doch gar nicht. Ja. Also. Ja, mich ärgert vor allen Dingen, dass du entscheidest dich für Zoe und dann macht das Spiel halt so ein, ja, fick dich. Da haben wir aber jetzt keine Endsequenz für, so ungefähr. Deswegen wird die jetzt getötet. Die wird jetzt einfach mal weggehauen, weil, die hat es jetzt mehr verdient als deine komische Freundin, die für diese ganze Scheiße mitverantwortlich ist. Also, ja, und vor allem, alle? Und dann ist es auch so, der Payoff, wenn man die Frau nimmt, also die eigene Frau nimmt, sollte doch dann irgendwie sein, hey, sie freut sich wirklich und es ist eine herzliche Beziehung. Und es ist irgendwie so, hey, danke, Ethan. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich gerettet hast. Darf ich Ihnen die Hand reichen zu diesem Sieg? Also halt... Ja, weiß nicht. Also, zu dieser ganzen Geschichte mit dem Hubschrauber und Redfield und so, da gibt es halt jetzt eine Reihe von Theorien, die natürlich vielleicht in diesem Not a Hero, was heißt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in diesem Not a Hero DLC... Hast du dich jetzt mit Absicht schon, weil du dir der Aussage nicht so sicher bist, in den Schatten gesetzt? Subtile Botschaften. Ja. Nee, also was gerade eben da noch so an Theorien rumgeistert, ist halt dieses, dass er nur sagt, I'm Redfield. Er nicht also sagt, dass er Chris dass ist, sondern dass er irgendjemand Redfield anders ist. Dass er irgendjemand anders ist. Die Leute sagen halt, der sieht ihn natürlich nicht so aus, weil er natürlich in anderen Spielen viel muskulöser war. Das weiß ich natürlich nicht, wenn das hier so als wie so eine Art Soft-Reboot, was den Visual Style angeht, der eher realistisch ist, wogegen der von den anderen Spielen so ein bisschen ins... Die wurden ja immer stämmiger, ja, die Typen. Ja, so larger-than-life-mäßig sahen die ja aus. Oder ob das halt, weil der eben auch, er wirkt ein bisschen jünger, finde ich, als der andere Redfield. Ein jüngerer Bruder. Dass es vielleicht ein jüngerer Bruder ist, irgendjemand anders ist, der nur den Codenamen Redfield hat. Oder es ist Claire Redfield, die sich halt umwandeln lassen. Ja. Heutzutage, das ist vielleicht noch ein Statement hier. Diese Geschichte mit Umbrella Corporation auf dem Hubschrauber, da sind halt die Wikis, schreiben halt dazu, eine mögliche Theorie, die aber auch nicht hundertprozentig bestätigt ist, dass das eine Nachfolgeorganisation von Umbrella ist, aber also eine, die aufräumt, mehr oder weniger. Die Organisation. Und offenbar kommt die auch in diesem furchtbaren Multiplayer-Shooter vor, diesem Umbrella Corps. Der Gag ist aber... Aber ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt noch mal drauf geachtet. Es steht ja wirklich auf dem Hubschrauber Umbrella Corporation und nicht Corps, weil die Organisation aus dem Spiel ist logischerweise ist Umbrella Corps. Ja. Es steht dann zwar da, dass die eben deren altes Equipment nutzen, um da aufzuräumen, aber irgendwie, weiß nicht, wäre da nicht Zeit gewesen, wenn man das Kreuz schon blau malt, dass man noch das Operation hinten weg macht? Also, weiß ich nicht. Das ist halt noch eine spannende Frage. Ja, da sind eine ganze Menge übrigens Logiklücken in dem Ding drin, wenn man mal so drüber nachdenkt. In Resident Evil? Ja, das Beste finde ich so eigentlich... Mir selber ist es auch nicht aufgefallen, ich habe es nur eben durch so Wikis lesen gemerkt. Wenn Mia ganz am Anfang diesen Hilferuf schickt, dann sagt sie, don't come here, Ethan. Als sie das schickt, ist das Schiff halt irgendwo auf hoher See. Sie kann noch gar nicht wissen, was dann alles passieren wird und wo Ethan da nicht hinkommen soll. Weil, mein Gott, was ist denn, wenn er da hinkommt? Da ist halt Meer. Ja, vielleicht glaubt sie ja schon, dass das irgendwo strandet oder ja, so. Ja, weiß man nicht. Also ich sag, ich bleib dabei, unsere Entscheidung war eigentlich besser. Ja, fand ich auch. Oder nicht also schlechter. Also sie hätte besser sein müssen, sagen wir mal so. Sie war die aus unserer Perspektive gerechtfertigtere, fand ich zumindest. Also auch was den Opfergrad der Figur angeht. Wir hätten noch gar nicht wissen können, dass Mia so viel Dreck am Stecken hat und haben trotzdem instinktiv, weil wir gute Menschen sind, gewusst, die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ich frage mich auch, ob das irgendwann mal rauskommt. Ich meine, es gibt ja dann oft solche Postmortems, also solche Rückschauen von Entwicklern auf ihre Spiele, wo sie halt sagen, was sie sich gewünscht hätten, was anders gelaufen wäre. Ob dieser ganze Zoe-Arm aus Zeitgründen eingedampft wurde. Mhm. Oder ob das vielleicht nochmal in irgendeinem DLC beantwortet wird. Ja, das kann auch sein. Aber es ist schon komisch, wie sie auch schlagartig rausgenommen wird aus der Geschichte. Also diese Bootfahrt dann noch mit Zoe und dann so, nee, bis hierhin. Und jetzt lassen wir dich hier verkalzifizieren und du verschwindest aus der Geschichte und das war's dann. Und dann ist doch wieder Mia am Start. Hä? Wofür denn diese ganze Figur? Ja. Dann gebt ihr doch irgendwie ein spektakuläres Ende, aber ohne, dass ich mich jetzt irgendwie entscheiden muss für sie. Ja. Das ist schon ein bisschen... strange. Was übrigens auch ganz komisch ist, wenn Ethan ist ja immer noch infiziert davon, oder? Er hat doch nichts genommen. Eigentlich schon, ja. Ja, also ist ja eigentlich auch kein gutes Ende, weil er den Scheiß doch immer noch in sich trägt. Naja, aber Evelyn ist ja weg.
Vielleicht ist das auch so ein, keine Ahnung, tötest du den Obervampir, dann sterben alle anderen. Oder so. Bei welchem Monster ist das? Keine Ahnung. Aber dass das halt so die Idee ist, dass die Evelyn, es geht ja alles auf die Evelyn zurück, ja, was sie ja kontrolliert. Jetzt darf natürlich nirgendwo sonst noch so ein Experiment rumlaufen und durch Zufall in Ethans Nähe sein. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass sie ihn auf dieser Uhr anrufen können. Wer die, jetzt? Die Mia die, und... Die vom Hubschrauber, use it. Die sie halt sagen, use the so, weapon. Ja, dann ja wissen die ja von diesem Kommunikations... Es wirkt jetzt nicht wie ein Standard-Telefon. Das ist ja schon irgendwas, was diese Geheimorganisation hat, die möglicherweise Tenzu heißt, möglicherweise aber auch nicht. Da gibt es auch irgendwie so komische Theorien. Tricell ist es nicht mehr, oder? Nee, Tricell ist es wohl nicht mehr. Aber es ist auch nicht Umbrella, es ist irgendeine offenbar rivalisierende Organisation. Die hat aber witzigerweise zusammengearbeitet mit der Hive Host Capture Force. Das sind die Bösen aus Resident Evil Core Veronica, die mit Wesker zusammenarbeiten. Ah, okay. Ja. Also die haben da irgendwie mit denen zusammen denen geholfen, an diesem Fungus zu arbeiten. Wir haben auch dieses Dokument gelesen mit dem HCF, dass die damit arbeiten mussten. Ich wusste aber zu der Zeit nicht, wer das nochmal war. Jedenfalls wirkt es ja schon so, dass die aus dem Hubschrauber dann von diesen Uhren von dieser Organisation Bescheid wissen, was ja nicht unbedingt heißt, dass die nicht vielleicht auch mit denen unter einer Decke ja, stecken. Ja, stimmt. Also, dass das jetzt am Ende gar keine Zumal Rettung ist, sondern auch dass das Gegenmittel haben. Ja. Also, die haben halt und sogar richtig in der Waffe, ja, in der Pistole aufbereitet das Gegenmittel. Das wirkt ja eher so, als wären die Notfalleinsatztruppe, wenn mal was schief geht, für eine Corporation, die aber ansonsten diese ganzen Sachen ja durchaus haben will. Ja. Nur so für den Fall, naja, wenn die Dinos dann doch entkommen, geben wir mal wenigstens eine Waffe, die auch funktioniert. Also es wäre zumindest auch ein guter Ausgangspunkt für eine Fortsetzung, wenn das halt nicht der Hubschrauber in die Freiheit ist, sondern dass die jetzt in irgendein Labor gebracht werden oder so. Ja. Naja, warten wir mal ab. Schauen wir mal. Ich fand es trotzdem ein tolles Spiel. Ja. Diese Entscheidung fand ich ein bisschen affig. Hätte ihn jetzt nicht gebraucht, aber mein Gott, so war das. Das war es soweit von uns von Resident Evil 7. Bis zum nächsten DLC. Genau. Genau. Schalten Sie wieder ein. Bis dann. Gut. Ciao.